Der Emotion M25 plus diesem kleinen schicken Bedienteil ergibt den Emotion Duo Drive. Was dieses Bedienteil für Auswirkungen hat, das gibt's in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Wie schon angekündigt, hatte Alba mir den Emotion Duo Drive zur Verfügung gestellt, um ihn ausgiebig für euch zu testen. In diesem Video werde ich euch mal sagen, was ich so erlebt habe. Ich gebe euch ein paar Tipps und am Ende gibt es sogar noch eine Überraschung, denn ich habe mit Alba gesprochen und ja, schaut bis zum Ende, dann werdet ihr sehen, was ich damit meine. Los geht's erstmal. Der Emotion Duo Drive ist bei mir mit dem Stehrollstuhl von Fasili angekommen und ich muss sagen, im ersten Moment habe ich nach Erneuerungen gesucht, keine gefunden. Das Einzige, was ich dann doch tatsächlich gefunden habe, war die kleine Steckachsenverriegelung. Die sah ein bisschen anders aus. Ich dachte, das lag am Duo Drive, aber tatsächlich ist es gar nicht der Duo Drive gewesen, sondern die haben das komplette System ab 2021 geändert. Das Baujahr ab 2021 lässt sich jetzt mit einem QR-Code einlesen, was ich sehr gut finde. Nicht mehr links und rechts drücken, nein, nur noch Kamera rauszücken und einlesen, damit das in der App eingelernt ist. Klasse System, musste ich aber auch erst rausfinden. Somit habe ich natürlich vergeblich gesucht, dass es da Unterschiede gibt. Der einzige Unterschied ist tatsächlich im optischen Bereich das kleine Bedienteil. In der App gibt es auf den ersten Blick keine Neuerung. Lediglich im Bereich der Profi-Einstellungen findet ihr dann die Kategorie Duo Drive. Ihr könnt dort die Anbauseite des Bedienteils einstellen. Wenn ihr an dem Bedienteil dreht, macht es leichte Klickgeräusche. In der App könnt ihr dann einstellen, was ein Klick für Auswirkungen hat. Von 0,1 km/h bis 1 km/h Geschwindigkeitsunterschied könnt ihr pro Klick einstellen. Doch Achtung, je höher ihr pro Klick die Geschwindigkeit steigern oder auch bremsen könnt, desto mehr erhöht ihr die Gefahr von Problemen. Was ich damit meine ist, wenn ihr zu schnell beschleunigt, bricht der Rollstuhl gerne mal aus. Ich habe meine Assistentin einmal fast über den Haufen gefahren, bin dann tatsächlich sogar in der Hecke gelandet, weil ich einfach blauäugig natürlich ein bisschen sehr stark beschleunigt habe. Andersrum ist es natürlich auch, je schneller der Rollstuhl bremst, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr aus dem Rollstuhl fallt. Dementsprechend seid da auf jeden Fall vorsichtig. Macht es nicht zu hoch, lieber ein bisschen niedriger ansetzen und dafür mehr drehen, aber ihr seid auf der sicheren Seite, dass nicht mal eben, auch wenn jemand anders dagegen kommt, der Rollstuhl wie eine Rakete abgeht. Des Weiteren könnt ihr die Lenkdynamik einstellen. Das bedeutet, ihr könnt die Sensibilität der Greifreifen im Bereich der höheren Geschwindigkeiten einstellen. Dieses bedeutet, dass entweder der Geradeauslauf stabiler ist bei höheren Geschwindigkeiten oder auch nicht so stabil, dafür das Lenkverhalten sehr sensibel. Die neue Lenkdynamik bietet natürlich dann auch ein bisschen mehr Variation bei den Einstellungen, weshalb ich dieses ausgiebig mal für euch testen möchte und schauen möchte, ob man dann doch ein bisschen mehr an Slalomfähigkeit rankommt. Dementsprechend habe ich auch mit Alba besprochen, dass ich für euch ein Slalom-Spezial mache und dieses ausführlich mal teste, inwiefern sich die Einstellmöglichkeiten variieren bzw. was es für neue Möglichkeiten dadurch gibt. Wer bereits vom M25 ein Mobility Plus Package hat oder einzelne Module, wird am Anfang vielleicht nicht so ganz seinen Spaß haben. Denn auch ich hatte da Probleme. Ich habe die App geöffnet und wollte die neuen Emotions anlernen. Er wollte es nicht. Also er hat die Emotions angelernt, er hat sie erkannt. Ich konnte sie aber mit dem Mobility Plus Package nicht benutzen. Er hat rumgemeckert, dass die Emotions nicht dafür geeignet sind, beziehungsweise nicht die gekauften Emotions sind. Dementsprechend hatte ich noch mal kurz Rückmeldung gehalten mit Alba. Sie sagten mir, ich soll einmal die App deinstallieren, neu installieren, auf Wiederherstellen der Käufe klicken und tada, es hat geklappt. Dementsprechend sollte es bei euch Probleme geben, einmal App deinstallieren, neu installieren, Käufe wiederherstellen und tada.
ihr seid wieder auf dem Stand wie vorher. Eine Besonderheit gibt es bezüglich App und Bedienteil. Und zwar, wenn das Bedienteil mit den Emotions verbunden ist, findet ihr die Emotions nicht in der App. Andersrum verhält es sich genauso. Wenn ihr mit der App verbunden seid und den Emotions, findet das Bedienteil die Emotions nicht. Ihr könnt die Emotions mit der App natürlich genau wie die M25 nutzen. Das Bedienteil ist für ein Tetra durchaus einsetzbar. Hier an der Seite das Losmachen leider nicht ganz so einfach. Auf der Unterseite muss ein Knopf gedrückt werden, damit man das aus der Arretierung wieder rausnehmen kann. Aber da kann man ja jemanden fragen. Hauptsache man kriegt es rein, wenn es draußen ist. Das ist viel wichtiger. Mir wurde von vornherein gesagt, dass die Emotions, wenn sie über das Bedienteil gekoppelt sind, etwas sensibler sind. Das ganze Fahrgefühl ist ein bisschen sanfter, die Lenkung funktioniert besser und ich muss sagen, ja, es trifft zu. Es ist auf jeden Fall alles ein bisschen ausgereifter und funktioniert. Ganz besonders, wenn man holperige Fahrten macht wie ich. Ich fahre ja auch gerne mal querfeldein und so weiter. Auch im Cruise-Mode braucht man keine Angst mehr haben, dass nach dem nächsten Hügel der Rolli einfach abgeht, weil er den Impuls bekommt, richtig schnell zu werden. Das vereinfacht natürlich das vorausschauende Fahren. Gerade auf Gras muss man natürlich vorsichtig sein, weil man sieht den Hügel kommen. Man weiß nur nicht, wie der Emotion reagiert. Wenn man weiß, dass der seine Geschwindigkeit beihält, alles kein Thema, kann man auch safe damit fahren. Man muss nur ein bisschen Übung haben. Da ermutige ich euch zu, macht es. Der Emotion bietet da eine Menge Freiheit und ja, ihr braucht keine Hilfe. Es ist endlich mal so eine Freiheit. Man kann beschleunigen mit den Emotion Dual Drive. Man kann aber auch gleichzeitig abbremsen. Das heißt, wenn irgendjemand mit einem weiteren Cruise-Mode unterwegs ist, ihr könnt eure Geschwindigkeit aufeinander abpassen. Ich traue mich mit dem Dual Drive tatsächlich etwas engere Kurven zu fahren mit etwas erhöhter Geschwindigkeit, auch wenn daneben ein Graben ist und es am Anfang ja ein bisschen Komfortzone ist. Aber Achtung, ich sage jetzt nicht, dass man das damit machen kann. Ihr solltet immer vorsichtig fahren. Übt, übt, übt und selbst einem geübten Fahrer passieren Probleme. Wie ihr hier seht. Und wie ihr da seht, habe ich tatsächlich festgestellt, dass der Emotion Dual Drive keine Notbremsfunktion hat. Nein, doch. Oh. Wie ihr aus den Videos vom M25 wisst, hat der Emotion M25 eine Notbremsfunktion. Wenn ihr einmal kurz an den Greifreifen antippt, dann bremst er richtig schnell. ...8,5 km/h in einem Meter abgebremst. Mir graut es tatsächlich davor, was passiert wäre, wenn die Stange nicht da ist. Und da kriege ich richtig Gänsehaut. Daher mein Appell bitte, bitte liebes Alba-Team, versucht die Notbremsfunktion wieder reinzunehmen. Das ist ein verdammt wichtiges Feature. Gerade für jemanden, der das die ganze Zeit genutzt hat und das verinnerlicht hat, ist der Wechsel auf den Dual Drive tatsächlich gefährlich. Ansonsten kann ich zu dem Bedienteil natürlich noch sagen, dass es etwas ungewohnt ist, dass man vorne links oder rechts am Rollstuhl ein Gerät hat. Hier ist es das eine oder andere Mal zu einer Situation gekommen, wo die Assistenz dagegen gekommen ist oder auch irgendwo im Baumarkt irgendjemand zu dicht an mir rangekommen ist und das einmal gedreht hat und der Rollstuhl auf einmal abgegangen ist. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Da gibt es nur die Möglichkeit auszuschalten. Das Problem ist, ich will ja nicht ausschalten in Emotion. Ich hätte gern eine Tastensperre. Eine Tastensperre wie jeder andere Sache, wie zum Beispiel beim Handy auch. Was mir am Anfang gar nicht so bewusst war und erst im Laufe der Zeit aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass bei hohen Geschwindigkeiten irgendwas an dem Rollstuhl ganz schön am Klappern ist. Natürlich bin ich auf die Suche gegangen und habe auch gleich den Fehler gefunden. Und zwar ist es das Bedienteil. Das Bedienteil sitzt ein bisschen sehr locker drin, weshalb das ganz schön am Klappern ist. Ich habe mir da natürlich dann was überlegt und zwar dachte ich mir, ich klemme ein bisschen Filz dazwischen, damit das nicht mehr klappert. Das hat natürlich leider nicht geklappt mit dem Filz, weshalb ich mir was anderes überlegt habe. Und ich habe einfach ein paar Lagen Tesafilm über die Seriennummer des Bedienteils geklebt. Ich habe das so lange wiederholt, bis das gerade noch so eingerastet ist und siehe da,
Der Rollstuhl fuhr auf einmal sehr leise. Dementsprechend, wenn euch das Klappern auf den Sack geht, probiert es damit. Hilft auf jeden Fall sehr. Kommen wir nun zu meinem Fazit von dem Emotion Duo Drive. Ich habe ihn ausgiebig für euch getestet und ich muss sagen, positiv ist auf jeden Fall, dass er, egal wie ruppig man fährt, stets die Geschwindigkeit hält und keine Angst mehr haben muss, dass er abgeht wie eine Rakete oder einfach mal stoppen bleibt. Wobei, das Stoppen bleiben tut er immer noch, wenn er nämlich dann an seine Leistungsgrenzen kommt. Während ich den Cruise Mode früher nur zwischendurch genutzt habe, um auf langen Strecken vorwärts zu kommen, benutze ich den jetzt richtig häufig. Ich schalte rein, ich schalte raus, ich schalte rein, ich schalte raus. Es ist sehr hilfreich, wenn man gerade in dem Moment, wo man eine gute Kurve machen möchte, weiß nicht, wie es dahinter aussieht, aber man möchte nicht komplett abbremsen. Dementsprechend einmal draufdrücken, der Rollstuhl ist im Leerlauf. Ihr nehmt die Kurve, ihr seht, ihr habt danach Platz. Ihr klickt ein- oder zweimal wieder nach vorne und das Gute ist, der Rollstuhl hält die Geschwindigkeit, die ihr gerade habt. Das ist ein super Feature, was hilfreich ist. Ansonsten müsst ihr nämlich beim Cruise Mode immer, wenn ihr den anschaltet, von Null losfahren. Das ist mit dem Bedienteil gar nicht mehr notwendig. Dementsprechend einfach nur nach vorne klicken, er hält die Geschwindigkeit. Super geiles Ding. Gerade auch bergab. Wenn ihr bergab schneller werdet, einfach nach vorne klicken. Und zack, er hält die Geschwindigkeit. Ihr könnt dann sogar langsam bremsen. Das ist alles ein mega geiles Feeling. Ich sag's euch, das macht das ganze Rollstuhlfahren richtig schön sanft und einfach. So wie sie's gehört. Natürlich ist mir auch etwas Negatives aufgefallen. Und zwar ist mir an allererster Stelle und das Wichtigste überhaupt aufgefallen, dass die Notbremsung nicht mehr möglich ist. Zweiter negativer Punkt, der mir aufgefallen ist, das Bedienteil hat keine Tastensperre. Dritter negativer Punkt, der mir so aufgefallen ist, das sind die LEDs am Bedienteil. Denn die LEDs am Bedienteil sind verdammt hell. Sie lassen sich nicht einstellen und es kann manchmal ganz schön nervig sein. Gerade so in der Nacht, wenn man im Dunkeln unterwegs ist, die Augen sind sensibler und für mich ist das kein angenehmes Fahren, wenn mir da dauernd irgendwas sehr hell entgegenleuchtet, während ich eigentlich in der Ferne etwas sehen möchte. Es ist zwar nett, dass die sehr hell sind, ich würde mir aber wünschen, wenn man die LEDs einstellen kann, vielleicht ausstellen. So, das war's zum Emotion Duo Drive. Ich habe euch am Anfang versprochen, es gibt noch eine Überraschung. Hier ist sie. Und zwar in Zusammenarbeit mit Alba ist es mir erlaubt, dass ich ein Mobility Plus Package an euch verlose. Mit dem Mobility Plus Package habt ihr Zugriff auf die Premium-Inhalte der App. Das bedeutet, ihr habt Zugriff auf den Remote Control, womit ihr per Handy euren Rollstuhl wieder ans Bett holen könnt. Ihr habt Zugriff auf die Geschwindigkeitserweiterung von 6 auf 8,5 km/h, was so eins meiner Lieblingsfeatures ist, genauso wie den Cruise Mode über die App. Ihr habt des Weiteren aber auch die Möglichkeit, die Fernbedienungsfunktion über die App zu nutzen, sowie natürlich auch eure Anschübe und Touren aufzuzeichnen. Dieses Mobility Plus Package hat einen Wert von 299 Euro, welches wir jetzt an euch verlosen. Um teilnehmen zu können, folgt einmal Alba auf Instagram, genauso wie mir. Ich werde extra ein Gewinnspiel-Post dort posten. Kommentiert dieses mit einem eurer Lieblings-Emojis und seid dabei. Sowohl Albas als auch mein Instagram-Profil ist in der Beschreibung verlinkt. Einfach nur auf die Links klicken, auf Folgen drücken und dann seid ihr schon mal ein ganzes Stück weiter bei dem Gewinnspiel. Fehlt nur noch euer Kommentar in meinem Post. Den verlinke ich auch nochmal direkt unter dem Video, falls ihr es in meinem Feed nicht findet. Teilt dieses Gewinnspiel gerne auch mit anderen, die einen Emotion M25 oder auch den Duo Drive haben, um daran teilnehmen zu können. Oder nehmt für jemanden teil, der einen Emotion M25 oder einen Duo Drive habt und überrascht ihn, falls ihr gewinnen solltet. Ich drücke jeden Einzelnen die Daumen und freue mich schon jetzt darauf, dem Gewinner die erfreuliche Nachricht zu überbringen. Das Gewinnspiel endet am 14. August und der Gewinner wird über ein Auslosungstool im Internet gezogen und danach direkt von mir per Direktnachricht
benachrichtigt. Ich hoffe sehr, ich konnte alle Fragen beantworten. Bezüglich der Lenkdynamik kommt auf jeden Fall nochmal ein Spezial. Wenn ihr sonstige Fragen habt, Anregungen oder selber eigene Erfahrungen gemacht habt, die ihr mit der Community teilen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Es hilft den anderen sehr und natürlich auch mir, weil ich bin immer gespannt, was andere für Erfahrungen machen. Ich mache nun mal auch nur meine Erfahrungen. Dementsprechend lasst es uns teilen, damit alle einen möglichst umfangreichen Einblick zu dem Emotion Dual Drive bekommen. Das war es jetzt von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Abonniert gerne den Kanal, teilt das Video mit anderen Leuten und wir sehen uns in einem neuen Video. Macht's gut. Schön, dass ihr da seid. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Cheerio.